Ja, guten Morgen zusammen. Bin jetzt gerade in Lackenhof am Ötscher angekommen und habe mir meine Startnummer geholt. Ja, was mache ich hier? Ich mache heute beim Ötscher Marathon mit. 50 Kilometer sind es. Am ersten Tag, den zweiten Tag mache ich nicht. Das wäre dann über den Ötscher drüber. Noch mal 20 Kilometer. Es ist recht warm draußen, aber sehr, sehr windig. Und ich bin gespannt, wie das Rennen heute wird. Und ich versuche euch heute mal mitzunehmen, weil ich heute nicht im Renntempo laufe, sondern ein bisschen gemütlicher. Gut, dann viel Spaß und kommt's mit. Bis 2,90. 2,70 hat man zum vorhergehenden Block. Bitte nach vorne. Das ist der falsche Zeit. Hörst du denn alles gut, gell? Bis 2,90, bis 290. Bis 290. 10 Sekunden. So, erste Verpflegungsstation. Mal ein bisschen was essen, trinken. Geht's noch ein bisschen an der Erdlauf entlang hier. Ziemlich cool. Fast wie beim Ringkurbel. Genial. Jetzt geht's ordentlich hoch. Wasserfall entlang. Und treffen.
hoch. Immer weiter durch den Wald aufwärts. Bis Kilometer 20. Nächste Verpflegungsstation. Und dann geht es 10 Kilometer weit runter. Bin gespannt. So, nach der Verpflegungsstation im Dorf unten geht es schon wieder wack den Berg hoch. Und so 100%ig fühle ich mich jetzt gerade nicht mehr. Mal sehen, was noch kommt. Aber ist schon zart jetzt gerade ein bisschen. Ja, naja, es wird auch wieder besser, hoffe ich. Der Ötscher. Sieht man beim nächsten Mal ein bisschen. Das geht schon wieder runter. Diesmal geht's in die Ötschergräben. Kurz vorher noch eine Verpflegungsstation, wo auch die Cut-off-Zeit ist. Liegt aber gut in der Zeit. Cut-off wäre bei 4 Stunden 30. Übersteil 2 Stunden 44 und es sind noch ca. 6 Kilometer. Also geht gut. So, jetzt bin ich in die Ötschergräben, gerade bei der Verpflegungsstation gewesen und da habe ich mal so ein paar Minuten verbracht. 3 Stunden 15 Minuten habe ich gebraucht. 1 Stunde 50 Minuten schneller als die Cut-off. Läuft gut. Weiter geht's. So, bin jetzt mitten in der Erlaufflucht. Ach, bin jetzt mitten im Ötschergraben, in den Ötschergräben. Und Energie ist ein bisschen leer. Deswegen gehe ich jetzt mal ein Stück. Außerdem geht es eh hoch. Laut Uhr noch 5 Kilometer zum nächsten Verpflegungspunkt. Und dann gibt es noch einen steilen Aufstieg und einen steilen Downhill und dann sind wir da. Insgesamt ja, 35 Kilometer halt noch, 15 Kilometer halt noch. 35 habe ich jetzt. Jo. Wird schon überleben irgendwie. Später. Aussicht ist schön, aber mir geht es nicht gut. Immer noch am Gehen, ab und zu mal laufen. Ich habe jetzt gerade mal so ein Gel genommen, vielleicht hilft es. Beißen, hilft nur noch beißen jetzt. Ja, am letzten Aufstieg brauche ich jetzt mal kurz Pause. Habe ich jetzt mal hier hingesetzt, um den Puls mal ein bisschen runter zu kriegen. Zeit habe ich hier noch genug. Jetzt geht es noch einmal steil hoch. Ich glaube, es gibt noch 3 VPs. 2 oder 3. Und dann geht es runter ins Ziel. Und dann war es das für heute mit mir. Bis später. Die letzte Labestation war jetzt dringend nötig. Ich habe ein bisschen Cola reingefüllt und habe auch Cola mitgenommen,
weil das hilft mir dann jetzt die letzten 10 Kilometer. In 4 Kilometer kommt schon wieder eine Labestation, kurz vor dem letzten steilen Anstieg. Und dann geht es nur noch runter ins Ziel. Bin ich froh, wenn das fertig ist hier. Ja. So, da ist er, der Ötscher. Normalerweise gräue ich da hoch, heute mal nicht. Letzter Aufstieg, bevor es ins Ziel runter geht. Und Leute, mit sowas von dem Arsch, glaubt ihr gar nicht. Bin froh, wenn ich heute heim bin und in der Badewanne liege. Heute fertig gemacht. Nur Cola hält mich noch am Leben. Eine Flasche mit dabei hier. Aber ja, irgendwie geht's dann doch. Durchbeißen, ne? Durchbeißen. So, letzter Abstieg ins Ziel. Und da die letzte VP passiert. Cola reingeschmissen. Und jetzt geht's nur noch runter. Bis gleich im Ziel. So, die letzten paar hundert Meter. Da ist das Ziel schon. Ja, ich nehme euch mit in den Zieleinlauf. Hat was am Schluss noch einmal. Seitenstechen habe ich gekriegt. Aber alle Schmerzen vergessen, ich bin gleich da. Ich habe es dann doch noch irgendwie geschafft. Ich mache dann jetzt mal ein Fazit von dem Lauf. Also, eigentlich war das zu 80-90% Forststraßen und Asphaltgeballer, was ich ja eigentlich gar nicht so mag. Und dadurch, dass das breite Forststraßen waren und im Abstieg und sanfter Abstieg war zweimal, bin ich einfach das zu schnell angegangen, ja. Also bin halt eine 4er bis manchmal sogar 3er Pace die Schotterstraßen runtergerannt. Und das hat sich dann im letzten Drittel halt bemerkbar gemacht. Also beginnend mit dem Ötschergräben habe ich schon gemerkt, dass die Power nicht mehr da ist. Bin öfters gegangen und die letzten schweren Aufstiege dann zu die letzten zwei VPs, die waren richtig heftig. Hab mich mit Cola und mit Gels und Traubenzucker über Wasser gehalten. Und bin eigentlich sogar in einer passablen Zeit dann ins Ziel gekommen, obwohl ich ja eigentlich vorhatte, das gemütlich zu machen und zu filmen und sowas. Ja, also ich bin zufrieden. Hätte ein bisschen besser sein können das nächste Mal. Ja, mache ich es halt besser einfach. Aber den Lauf mache ich sicher nicht noch einmal. Das ist mir zu wenig Trail. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ja, dann lasst doch mal einen Daumen da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch meinen Kanal mal abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Danke, ciao.